Ja, er ist auf dem Weg gereist, er ist bekannt aus dem Radio und natürlich in der Comedy-Szene. Herzlichen Applaus, da ist er, Philipp Wiederke! Guten Abend, schön, dass ihr da seid in St. Gallen. Ich bin noch nicht oft da gewesen, aber das letzte Mal, ich glaube, wo ich da war, bin in der Olma, wo das noch stattgefunden hat. Das andere Mal bin ich ein paar Mal am Open Air St. Gallen gewesen. So war es heute doch auch Premiere für mich. Es war das erste Mal, als ich St. Gallen nüchtern gesehen habe. Ich sage mir so, als würde mir besser gefallen. Nein, es ist wirklich schön, zum da sein. Ich hätte den Auftritt allerdings fast verpasst. Ich habe am 5 Uhr eine Sprachnachricht von einem Kollegen bekommen. Und am 5 vor 8 Uhr war ich immer noch am Hören. Eine Sprachnachricht ist einfach eine dumme Erfindung. Wer von euch verschiedene Sprachnachrichten? Einfach zu viele Menschen. Zu viele Menschen, die Sprachnachrichten geschickt. Wie gesagt, die Leute kommen auf den Punkt, die Sprachnachrichten, das sind wie so neue Songs von den Büzenbuben. Niemand hat darauf gewartet, trotzdem kommen sie regelmässig. Wenn man es dann so hört, hat man selten das Gefühl, oh shit, da hätte ich jetzt etwas verpasst, wenn ich es nicht gehört hätte. Und sie kommen auf den Punkt, ein Kollege, der verschickt immer so für eine Information 20 Minuten Sprachnachricht. Er verschickt wirklich so Sprachnachrichten wie andere Leute, die irgendwie Kokain schmuggeln. So das Wichtige ist irgendwo in der Mitte versteckt. Und einfach daher ein bisschen, es gibt auch noch so eine Funktion, ein kleiner Lifehack, es gibt so eine Funktion beim Telefon, es heisst Telefonieren, den kann man auch brauchen. Nein, schön zum das, es gibt übrigens eine Person, die ich sehr gerne mal ihre Sprachnachricht bekomme, und zwar von Wladimir Petkovic. Ich habe das so genossen, während ihm dem seinen Interviews zuzuhören. Er ist immer so geil, er ist immer so angeschissen. Wenn er so nach dem Match musste so zum Rainer Maria Salz geben, sein Interview geben, er macht immer schon so das Gesicht wie so ein General, der gerade den Jugoslawienkrieg verloren hat. Und er sagt dann so, selbst in die Kamera, wie so, ja gut, haben wir heute ein bisschen gefällt Positivität in der ganzen Mannschaft. Scherdam hat er gehabt einige Occasionen, aber hat er verfehlt dort zweimal knapp. Aber gut, das sage ich. Nächstes Spiel fängt es wieder bei 0 an. Und schon lustig, wenn Wladimir Petkovic redet. Er erinnert mich eben immer an meinen Grossvater, an meinen tschechischen Grossvater. Der hat mir lustigerweise recht einen ähnlichen Akzent gehabt. Gott hat mir so Sätze gesagt. Also, er ist nicht Fußballtrainer, er war Arzt. Darum hat er einfach mir so Sätze gesagt wie: Ja gut, haben wir heute bei Operation haben wir ein bisschen vermisst Positivität. Ja, haben wir verfehlt Herzarterie zweimal knapp, aber gut. Nächste Operation fängt sie wieder bei 0 an. Ja, mein Grossvater ist so ein bisschen die tschechische Version von Dignitas, aber... Das ist ein bisschen ein gemeiner Vergleich, weil bei Dignitas sterben Menschen freiwillig. Aber gut. Nein, ist natürlich Spass. Mein Grossvater, ich liebe meinen Grossvater, auch meine Grossmutter. Etwas habe ich ihnen vorgeworfen. Sie haben nie Tschechisch mit mir geredet. Als Kind war mir das eigentlich noch egal gewesen. Aber je älter ich geworden bin, habe ich gemerkt, Tschechisch, das wäre eine Weltsprache. Ja? Weil wenn ich heute Tschechisch könnte, dann würde ich wenigstens endlich verstehen, was die Leute sagen in diesen Pornos. Aber so ist die ganze Handlung geht dann leider halt so ein bisschen vorbei. Ja, es ist schon gesagt worden, man hört es, ich komme aus Zürich. Und ich wohne eigentlich gerne in meiner Stadt. Seit neuestem lächeln die Leute in Zürich. Seit sie die AirPods haben und mit ihren Freundinnen telefonieren können, lächeln die Leute plötzlich auf der Straße. Das ist wirklich ein neues Erlebnis. Was mich aber nach wie vor nervt, ist, so in Zürich in ein Restaurant gehen. Das ist wirklich, ich habe mich mega gefreut, so nach dem Lockdown, wieder so ein Restaurant. Ich bin natürlich selber schuld. Ich bin natürlich dann gerade in so einem Pop-Up-Hipster-Place, vegan, alles Zeugs gegangen. Und ich komme wirklich so rein und ich habe mich eigentlich gefreut, aber als er mich so anschaut, habe ich mir schon so gewusst und so gesagt: Hey, hoi, ciao, hoi, hey, weißt du, wie es bei uns funktioniert? Und ich sage, also was funktioniert? Das ist ein Restaurant, kein fucking Escape Room. Ich weiss, wie ein Restaurant in Zürich funktioniert. Registrieren, bestellen, essen und einmal die Monatsmiete abdrucken. Habe ich gedacht, gesagt habe ich natürlich, nein, ich weiss nicht, wie es funktioniert. Wie funktioniert es? Ja, bei uns ist es eben so, wir haben ein eigenes Konzept, oder? Also bei uns gibt es keine Vorhauptspeise und Dessert. Bei uns gibt es einfach nur Teller. Shared Plates, ganz ein neues Konzept. Tapas auf Teller servieren und dann das Zehnfache dafür verlangen.
habe ich gedacht, gesagt, habe ich, ah, Teller, spannend. Erzählen Sie mir. Ja, aber noch schneller, kann ich schon wissen, als was identifizierst du dich? Wie kann ich dich ansprechen? Mann, Frau, etwas dazwischen, die Hülsenfrucht? Ich habe gesagt, Mann ist ein Problem. Ich hätte jetzt wirklich einfach gerne ein Cola. Ein Cola! Nice, sie war. Es ist jetzt einfach so, wir haben nicht das Mainstream Coke, gell? Wir haben so ein lokales Cola von einem lokalen Cola-Brauer aus dem Kreisdorf. Der mischt im eigenen Verfahren Kokainreste von der Club-WC-Schüssel mit einem Schuss Stevia zu einem ganz neuen Blend. Richtig lustig im Abgang, kostet nur 17.90 Franken Fläschchen. Die Spende Viva Conaco ist schon drin. «Hey, Fressi!» Habe ich gedacht, gesagt habe ich, «Hey, Fressi!» genützt hat es natürlich nichts. Ich habe jetzt in dem Restaurant Hausverbot. Oder wie er es mir gesagt hat, einfach mal ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Ja, das zu den Restaurants man muss fairerweise sagen, es ist natürlich schwierig. Restaurants ist ein grosser Konferenzkampf, oder? Da muss man sich ein bisschen differenzieren. Ich weiß nicht, zum Beispiel in der Taxibranche ist es ein bisschen schwieriger. So Taxis, also was willst du machen? Es fahren halt alle Taxis. Einer hat es probiert, ich war in Köln gewesen, und der Taxiunternehmer hat Taxi Schmidt geheissen. Und der Taxi Schmidt hat ein eigenes Slogan gehabt. Und der Slogan hat geheissen, Taxi Schmidt, wir fahren Menschen. also was ist das für ein Slogan? Wir fahren Menschen. So, ja, das machen Taxis. Sie fahren Menschen von A nach B. Das ist so wie wenn ein Mikro kommt und so, Mikro, wir verkaufen Essen. Oder Durex-Kondome, wir verhindern Kinder. Oder Vatikan, wir lieben Kinder. Noch schwieriger als Taxifahrer und Restaurants haben die Spendensammler. Die tun wir auch heute. Sie sind wieder unterwegs an der Bahnhof, die Spendensammler. Heute bin ich einem ausgewichen. Und ich kann sagen, sie machen es auch nicht einfach. Ich habe sie ein bisschen beobachtet, die Spendensammler an der Bahnhof. Sie haben extrem tiefe Erfolgsquote, habe ich das Gefühl. Wenn du auf sie zugehst, du hast immer viel zu viel Fluchtmöglichkeit, oder? Und im Notfall versteckst du einfach hinter so einem Brezelkönig-Sandwich und dann ist es gut. Und darum habe ich mir überlegt, wie könnte man das Spendensammler, ich habe ein bisschen für sie gedacht, wie könnte man das Spendensammler erfolgreicher machen? Und ich habe mir überlegt, man muss Spendensammler an einem Ort, wo die Leute nicht flüchten können. Also, wenn ich Spendensammler würde, ich würde das machen auf einem Sessel-Lift. Also ich würde dann einfach so anstehen hinter der Single-Line, dann mal warten, bis jemand kommt. Und dann auf den Sessel-Lift drauf im richtigen Moment. Und dann würde ich mal ein bisschen warten, oder? So bis zum ersten Masten. Und beim ersten Masten würde ich dann so ins Verkaufsgespräch einsteigen. Ich habe auch schon einen guten Einstiegssatz. So, ist das nicht das Privileg, das wir haben, dass wir hier in diesen schönen Schweizer Bergen Skifahren können? Aber ist es nicht auch ein bisschen Skiheilig? Denken wir an all die unterernährten, malariakranken Kinder in Afrika. Und ich sehe so seinen Blick, wenn er so Fluchtmöglichkeiten probiert zu eruieren. Und ich nehme so langsam den Spendebogen führen und dann ist wirklich so am Schauen. Und ich kann dann sagen, du kannst schon abgumpen. Aber ich habe noch keinen Menschen gesehen, der sich bei einem Sessellift Gump nicht mindestens das Bein gebrochen hat. Aber falls du es doch machen willst, du kannst das gerne machen. Ich kenne sonst noch einen sehr guten tschechischen Arzt. Merci vielmals, das ist immer.